Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Ich ärgere mich ganz gewaltig, weil ich habe jetzt Shell nicht dabei. Und da vorne sind irgendwelche ungehaltenen Geister, zu denen ich mich selber auch persönlich zähle, wegen Dragon Age Origins einfach. Wir haben ja zum Glück da vorne abgespeichert. Ich musste eben nochmal gegen die Spinnen kämpfen. Die hatten auf einmal wieder diesen bunten Bug, nenne ich es einfach mal. Die hatten so eine bunte Textur, die eben halt auch fehlerhaft gewesen ist, die wir schon mal hatten. Ich weiß es nicht. Ihr habt ja schon versucht, mir ganz viele tolle Tipps zu geben. Danke dafür, aber bis jetzt ist es nichts von dem gewesen. Und ich denke immer mal, ich spiele es einfach so irgendwie weiter. Ich versuche regelmäßig abzuspeichern. Seht es mir also nach, wenn ich immer wieder ständig auf Speichern gehe. Und ich habe Shell nicht dabei, wie ärgerlich. Ungehaltene Geister. Steingolem. Ich hätte jetzt echt gerne Shell dabei gehabt. Wow. Okay, der macht nicht wenig Schaden. Win, wie wär's mit Heilung auf die Lizzie? Dankeschön. Ja. Die anscheinend nicht viel bringt. Okay. Wow, alter Schawitzki. Okay, das haben wir. Es ist Blödsinn, den Knaufschlag machen zu wollen. Okay, den Golem haben wir schon mal. Wenn ich mit dir fertig bin, haben wir noch? Und da hinten haben wir noch einen. Verdammt, das fangen wir an. Das ist vorbei. Ja, dann tanzt du mal. Schade, ich hätte jetzt echt gerne gewusst, ob Shell da was zu sagt. Dass wir gegen einen Golem kämpfen müssen. Von dem wir nur Geld erhalten. Ach, das ist auf der anderen Seite. Können wir irgendwo rein? Nee, ne? Nee, okay. Und auch da, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was... Ich hab's schon, Lizzie's Verzweiflung. Oh, Verzweiflung. Ich bin echt gut, ne? Ich kann auch nicht mal richtig schreiben. So verzweifelt bin ich schon. Verzweiflung. Doch, ist richtig. Verzweiflung. Sah nur gerade merkwürdig aus. Oh, da warten noch viel mehr. Ich weiß noch nicht mal, was das jetzt ist. Jetzt fängt Dragon Age Origins an, sich von alleine zu schließen. Da ist ein Zwerg. Ist das ein Zwerg? Ich glaube, ja. Also, natürlich. Ich weiß echt nicht, was hier los ist. Das ist echt... Schon unterwegs? Natürlich! Oh, guck mal. Diese kleinen, fiesen Viecher, die wissen genau, die Mensch, da ist der Bug. Diese bunten auf einmal. Die wissen genau, die wollen sicherlich an die Tour ran. Die wissen genau, wie sie Menschen kaschen können. Es kann nur einen Sieger geben. Du bist erledigt. Da haben wir nämlich wieder diese Textur mit. Ja, hast du nicht drauf? Das sollte die Geschichte. Vermutlich ist Gewalt doch eine Lösung. Das ist gut, zumindest manchmal. Meinen Freudentanz! Jetzt aber einmal an die Truhe. Kann sie von der anderen Seite da eventuell ran, dass sie nicht da ins Netz rein... Nee, das Netz ist auf beiden Seiten. Kann sie da irgendwie ran, ohne das auszulösen? Ja, kann sie. Es ist eine zwergische Rüstung. Wow. Und hier war noch irgendwas. Ein zerbrochener Stein. Können wir auch nicht rein? Okay. Was ist Truhe im Orternteig? Rock. wo rennt er denn jetzt hin? Rock? Für dich gibt es hier nichts. Alles meins. Ich habe es in Besitz genommen.
Und wie willst du mich vertreiben? Wer bist du? Was machst du hier unten? In Besitz genommen? Gehörst du zu dem Clan, der hier gelebt hat? Nee, er hat seinen Besitz genommen. Wer bist du? Was machst du hier unten? Du willst mir was wegnehmen? Oberflächler sind alle gleich. Diebische Schurken. Ich hab's zuerst gefunden. Er ist ein mieser Plünderer und schon so gut wie tot. Geh weg! Du bringst sonst noch die Dunkle zurück. Aber die brechen dir die Knochen. Es heißt, man kann hier unten nur überleben, wenn man die Leichen der dunklen Brut isst. Das Blut der dunklen Brut ist giftig, daran sind schon Männer gestorben. Wirklich? Warum sollte das jemand tun? Das ist widerlich. Ja, das wissen wir ja selber. Wir haben es doch schon getrunken, das Blut. Es brennt, wenn du es schluckst. Es brennt! Es gehört mir, nicht dir, dir die Knochen brechen. Achtung! Was ist mit ihm jetzt passiert? Was war das denn jetzt gerade? Was war das denn jetzt gerade? Oh Mann. Diese Kreaturen sind mir ein klein wenig wütend. Wirklich? Wirklich ein klein wenig wütend? Was ist denn jetzt gerade eben mit ihm passiert? Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Auf den. Oh nein, das ist so ätzend. Versuch einfach nicht allzu unfähig zu wirken. Meinst du nicht damit? Danke. Das hilft mir jetzt gerade bloß nichts. Oh, Lilly. Oh Gott. Oh, Win, danke schön. Win hat sie gerade noch rechtzeitig geheilt. Haben wir? Ach, das ist noch eine riesige Giftspinne, verdammt. Na schön, kämpfen wir. Gut, fangen wir an. Du hast dein Schicksal herausgefordert. Bleib stehen. Reiß dir den Arm ab. Ja, so ist es richtig. Also es kann sein, dass wir jetzt eben gerade eine Cutscene über... Tja, dass uns eine Cutscene verloren gegangen ist von diesem Ruck. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte jetzt irgendwie, der verwandelt sich in irgendetwas. Gut, und schwupps waren die Spinnen da. Da steht noch ein Golem. Oh nein, ich müsste Shale eigentlich holen. Er ist jetzt in die Richtung hier gelaufen, ne? Und warte. Spiel speichern. Lissys Verzweiflung. Nee, da ist er jetzt. Er ist abgehauen. Der hat hier ein Lager. Rock? Geh weg! Das ist meins! Nur ich darf die Reichtümer plündern! Reichtümer, das ist lächerlich. Sollten wir ihren Namen mal erwähnen? Vielleicht gehört er zu ihr. Ist das Brankas Lager? Es ist meins! Ich hab's gefunden! Ich hab die Kriecher vertrieben! Jetzt ist es meins! Einschüchtern überreden, das bringt doch alles gar nichts. Wir wollen ihm ja auch nichts stehlen. Ich bin nicht hier, um etwas zu stehlen, versprochen. Schöne Frau, schöne Augen, schönes Haar. Riecht wie der Dampf, wenn Wasser brennt. So blau wie der tiefste Stein. Dann nimmt die schöne Frau Ruck nichts weg? Du nimmst Rucks glitzernde Würmer und schöne Steine nicht weg? Verdammt, hat er etwa tolle Sachen? Edelsteine? Gibt es hier Edelsteine? Wenn es wertvoll ist, könnten wir tauschen. Sollten wir was mit ihm tauschen? Naja, wertvoll. Mir geht's hier jetzt echt nicht um Reichtümer. Ich will nur reden. Ich will nichts wegnehmen. Oh, Ruck findet das in Ordnung. Vielleicht. Du heißt also Ruck? Ruck, kein schöner Name, nicht schön wie Frau. Ruck ist klein und hässlich und verdreht. Was redet er sich denn da ein? Er hält sich doch selber so, aber ich glaube, das hat ihm echt hier unten geschadet. Wir haben... Oh, nein, was? Filda? Ich glaube, ich kenne deine Mutter. Heißt sie Filda? Nein, 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 nein. Keine Filda. Keine Mutter. Keine warme Decke und Eintopf und Kissen und freundliche Worte. Ruck verdient gute Erinnerungen nicht. Nein, 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 nein. Oh nein.
das ist nicht gut für ihn, ne? Also jetzt ist die Frage, müssen wir uns jetzt entscheiden, ob wir Informationen von ihm haben wollen oder ob wir ihn... Nein, kann ich nicht. Deine Mutter vermisst dich, ich sollte dich für sie finden. Sie wusste nicht, was ich tat. Ich wurde sehr, sehr, sehr wütend. Und dann war einer tot. Sie wollten Ruck in die Minen schicken. Wäre ich in die Minen, hätte sie es erfahren. Alle hätten es erfahren. Also kam ich hierher. Wenn du isst, wenn die Dunkelheit in dir ist, vermisst du das Licht nicht mehr. Du weißt das, oder? Ruck kann es sehen. Er sieht die Dunkelheit in dir. Das liegt wahrscheinlich am Blut, der dunklen Brut, das wir getrunken haben. Du musst deiner Mutter sagen, dass du noch lebst. Ich bin überhaupt nicht wie du, du widerst mich an. Das ist ein furchterregender Gedanke. Ich bin ein grauer Wächter, das ist nicht dasselbe. Doch, doch, doch. Das ist, ich würde mich deswegen jetzt nicht, du musst deiner Mutter sagen, dass du noch lebst. Nein, 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 sie darf nicht. Sie kennt einen Jungen, einen kleinen Jungen mit leuchtenden Augen und einem Hammer. Und sie darf das nicht sehen. Du musst versprechen, geloben, schwören, dass du nichts sagst. Was soll ich ihr denn sagen? Ich werde für dich nicht lügen. Nee, ich will auch nicht lügen. Soll sie lieber glauben, dass du tot bist? Ja, ja. Im Ernst? Sagt der Mutter, Ruck ist tot. Er ist tot. Seine Knochen verrotten im Netz der Kriecher. Und sie soll nicht mehr nach ihm suchen. Oh Gott. Ich glaube, einer Mutter wäre das aber egal. Sicherlich ist das kein schöner Zustand, in dem er sich befindet, aber eine Mutter will ihr Kind doch nicht verlieren. Allerdings sind die Zwerge anders gestrickt. Also ich finde es nicht gut. Ich heiße es auch nicht gut. Aber soweit wir zu ihm vordringen, wünscht er sich das. Und für die Zwerge als Held ist, glaube ich, immer noch besser als sowas hier. Ich weiß es nicht gut. Ich sage dir, dass du heldenhaft gestorben bist. Schöne Frau ist die Mutter, ja. Zu gut, zu schön für die Dunkelheit. Oh, Dunkelheit kann auch manchmal schön wirken. Tja, dann müssen wir das wohl machen. Das ist schade. Das ist echt schade. Ich lasse ihn die Sachen. Ich lasse ihm die Vase, den zerbrochenen Stein, den Leichnam mit dunklem Brut. Das nehme ich ihm nicht weg. Wahrscheinlich ist er jetzt... Es sieht aus, als lebe dieser Knochenfledderer in Brunkers altem Lager. Habt ihr die Spuren auf dem Boden gesehen? Hier waren einst eine Menge Leute und Feuerstellen. Jetzt weiß ich, dass sie nicht mehr hier ist. Sie hätte niemals geduldet, dass so etwas am gleichen Ort wie sie schläft. Dass so etwas? Ogryn, wie in... gut, die Zwerge, ne? Nein, 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 ich lasse das so. Es tut mir leid, ich würde ihn gerne mitnehmen. Kann man... Oh, es gibt auch keine Heilung, glaube ich, ne? Hat da hier schon mal überhaupt jemand versucht, so etwas zu heilen? Ich meine, er hat es doch überlebt. Es hat ihn zwar wahnsinnig gemacht, aber vielleicht hat ihn ja nicht gerade das wahnsinnig gemacht, sondern eher das hier unten alleine zu sein, verstoßen zu sein von den Zwergen. Und ich habe Shale nicht dabei. Das ist so ärgerlich. Soll ich Shale mal eben holen? Ich werde jetzt mal in die Truhe hier. Truhe im Orternteig. Das sollte kein Problem sein. Unterlagen von Ortan. Diese alten Unterlagen wurden mit einer Art Wachs konserviert. In ihnen sind Geburten, Heiraten und Todesfälle des Hauses Ortan aufgelistet. Der neueste Eintrag ist 400 Jahre alt. Ah, das sind die Unterlagen, die wir suchen sollten, ne? Für die eine Quest. Alles klar. Eben wurden ganz viele Feinde angezeigt. Weißt du was? So schnell sind wir ja auch nicht mal eben wieder hier raus. Zerschnitten? Moment.
Oh. Nein. Das ist gerade das, was ich jetzt gerade nicht will. Ich laufe nochmal wieder zurück. Ach, hier ist so eine Falle. Der Spinnen. Oh, dann müsste ich Liliana hier da lassen und Shale und Ogryn und Wynn. Dann bin ich wieder mit 3 Kriegern. Das ist eigentlich eine ganz doofe Mischung. Komm, wir kämpfen erstmal gegen die Spinnen. Achso. Das war vielleicht eine alte Falle. Ich muss Shale mitnehmen. Es ist doof und ich, ja. Nee, ich hole Shale. Ich möchte sie gerne mitnehmen. Ich möchte wissen, ob sie da irgendwas zu sagt, wenn sie auf einmal andere Golems sieht. Weil sie ist ja so für uns bekannt der einzige Golem. Jetzt sind wir plötzlich, haben wir schon gegen einen gekämpft. Ich möchte eigentlich echt gerne, dass sie das sieht. Ob sie da irgendwas zu sagt. Kriegergrab? Das hatte ich übersehen, die Ecke, ne? Lebensstein. Ein Kriegergrab. Gut, fangen wir an. Kodex aktualisiert. Die Ehre des Oberflächlers. Oh, da ist der Idiot. Aus einem Feldbericht der Legion der Toten von Hauptmann Gant. Der Stein nahm diesen Oberflächler auf wie einen der Seinen. Geboren unter freiem Himmel, diente er den tiefen Wegen dennoch besser als so mancher Erdgeborene. Viele erlebten einen neuen Tag, weil er an ihrer Seite kämpfte und statt ihrer fiel. Wir kennen seine Rituale nicht, und ich fürchte, der Verlust seines Familienschwertes wird ihn auf seiner jetzigen Reise unruhig werden lassen. Doch für uns war er ein Bruder im Geiste, und wir geben ihm, was uns heilig ist. Willem Trialmont, falls der Weg nach Hause dunkel ist, so ehrt es den Stein, dich in seinem Fundament zu wissen. Wow. Okay. Ja, nein, ich muss Shale holen. Ich will das jetzt einmal wissen. Vielleicht erweist sich das auch als dumm oder vielleicht sagt sie auch gar nichts dazu. Es kann auch sein, aber ich kann das jetzt nicht. Oh, das Doofe ist, dass man immer wieder ganz raus muss. Um mal eben hier die Gefährten zu wechseln. Wäre das nicht möglich gewesen, sowieso schon immer diese ganzen Laufwege? Das ist ein bisschen nervig. Warte, hier kommen wir nirgendwo raus. Müssen wir zurücklaufen. Ja, wisst ihr was? Wir sehen uns gleich mit Shale hier wieder. Ich guck mal eben, die Folge dauert eigentlich sowieso nicht mehr lange. Ich schreibe mir das aber mal eben auf. Damit die nächste nicht so allzu lang wird, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Gut, da sind wir wieder. Shale ist dabei. Ich habe Liliana zu Hause gelassen. Also Wynn, woher wisst ihr denn so viel über Bier? Gibt es da schlüpfrige Geschichten aus einer verkommenen Jugend? Nichts derart Interessantes, werter Freund. Aber die besänftigten Magier des Zirkels sind wahre alchemistische Wundertäter. Und sie brauen nicht ausschließlich Zaubertränke. Es gab beim Abendessen stets den einen oder anderen Krug Bier. Na, da brat mir doch. Wenn das alles vorbei ist, würde ich mich gern mal mit einem dieser Schweigezauberer unterhalten. Besänftigt. Besänftigt, schweigend, stumm. Alles derselbe Unterschied. Derselbe Unterschied? Okay. Gut, gut. Wir schauen mal. Vielleicht sagt Shale auch, wie gesagt, gar nichts dazu. Kann auch sein. Und wir gucken mal, wie wir dastehen, wenn wir Liliana nicht dabei haben. Wir gehen erstmal jetzt eben hier, weil hier waren auch noch einige. Das hatten wir eingesammelt, aber da oben war noch irgendwas. Da ploppen auch schon die roten Dings auf. So, von wo kommen sie jetzt? Von da.
großartig. Wow, kommt er rein? Deine Angst ist eine Schwäche. Ah, aua. Warte. Okay, den haben wir. Du gehörst mir. Wenn du das sagst. Lass es uns schnell hinter uns bringen, ja? Okay, jetzt ist es so wie befürchtet. Gesundheitsrune, sehr schön. 10 körperliche Widerstandskraft, nicht schlecht. Altar der Trennung. Jetzt ist es genauso, wie ich es befürchtet habe. Sie sagt nichts dazu. Oh nein. Obwohl der Altar vor dir zerstört ist, pulsiert er vor Energie. Nein, die Körperteile! Ah, okay. Oh, gleich hier und jetzt? Oder taucht er irgendwo anders auf? Ach komm, was soll's. Ich hab die blutigen Säcke geflattert. Also, wir legen die Körperteile auf den Altar. Ihr habt wiederhergestellt, was zerschnitten war und mein Versteck offenbart. Teilt mir eure Absichten mit. Sucht ihr nach Rache oder einer Belohnung? Oh, aber das war auch, glaube ich, in seinem Sinne, ne? Ihr seid frei, Kreatur, gebt mir eine Belohnung. Ich mache keine Geschäfte mit Geistern, ich werde euch endgültig vernichten. Aber er hat doch das selber entschieden, getrennt worden zu sein. Will ich ihn befreien? Das ist so eine dämliche Idee, oder? Belohnung. Ich will ihn ja nicht vernichten. Ich schleppe doch nicht den Kram zusammen, damit ich ihn wieder vernichten kann. Aber ist das nicht böse, wenn ich ihn nicht vernichte? Ich habe gespeichert. Ihr seid frei. Belohnung. So sei es. Ihr werdet belohnt. Und ich werde ein andermal mit dieser Welt spielen. Oh, das ist eine gute Idee. 25 Gold. Quest aktualisiert. Absolviert. Nein, mache ich nicht. Entschuldigung, aber mache ich nicht. Auf keinen Fall. Nein. Ganz bestimmt nicht. Nein, natürlich nicht. Ich habe dir einfach geglaubt, dass ich der Welt die Verdammnis bringen will für 25 Gold. Also was die Belohnung... Ich war eigentlich nur neugierig, was die Belohnung wäre. Nein. Garantiert nicht. Und ich hoffe, der Kampf wird nicht allzu ätzend. Was für ein bescheuerter Scheiß. Wir setzen das Vieh, was selber zerstört werden wollte, zusammen, um es dann zu zerstören. Ich hoffe, wir können es zerstören. Ihr habt wiederhergestellt, was zerstört wurde. Ja, guck mal, jetzt ist er noch bunter. Und mein Versteck. Die Texturen. Offenbart. Wow. Teilt mir eure Absichten mit. Sucht ihr nach Rache oder einer Belohnung? Na, nach Rache nicht wirklich, aber ganz ehrlich, ich kann dich nicht auf die Welt loslassen. Also ich mache keine Geschäfte mit Geistern, ich werde euch endgültig vernichten. Ich habe mich aus Bequemlichkeit verborgen, nicht aus Feigheit. Wenn ihr einen Kampf wollt, sollt ihr ihn haben. Und wir haben Liliana nicht, ey. Hui! Kreatur des Nichts mit schwarz-weißen Texturen. Das ist wohl jetzt ganz modern. Okay, warte, Knaufschlag. Das wird den sowas von umhauen. Der Kreatur ist nicht. Ja, großartig. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Win, kannst du das aus der... machen? Ja, sie macht es schon mehr oder weniger aus der Entfernung. Alle Waffen bereit. Hat sie eigentlich, haben wir eigentlich Flammenwaffen? Haben wir nicht, ne? Mach mal eben bitte. Schauen wir mal. Wow, okay, sie macht schon Heilung. Das sollte kein Problem sein. Kann sie mal eben auch gleich nochmal Gruppenheilung machen? Danke. Sie werden gar nicht wissen, was sie getroffen hat. Sehr gut. Kriegen wir hin.
Das sollte kein Problem sein. Das kriegen wir nicht. Komm schon. Und das war's mit dir. Ich hoffe, dass das Fehl jetzt endgültig erledigt ist. Aus Bequemlichkeit hat es sich verborgen. Okay, und es lässt nichts fallen. Na gut. Ja. Aber es ist schön bunt. Und da liegt noch ein Buch.